BFW Politikforum. Immobilienwirtschaft im Dialog. Ja, herzlich willkommen zum vierten BFW Politikforum. Die Immobilienwirtschaft im Dialog mit den Parteien vor der Bundestagswahl. Wir wollen den großen Parteien auf den Zahn fühlen. Was sind ihre Rezepte für den Wohnungsmarkt der Zukunft und auch für die Immobilienbranche insgesamt? Wohnungsknappheit in den Großstädten, Leerstand auf dem Land, hohe Baukosten, lange Genehmigungsverfahren. All diese Punkte spielen in diesem Bundestagswahlkampf eine Rolle. Der BFW-Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen hat heute Ulrich Lange zu Gast, den stellvertretenden Vorsitzenden der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag. Er ist zuständig für die Themen Verkehr, digitale Infrastruktur und Bau. Herzlich willkommen und schön, dass Sie sich trotz Wahlkampfstress die Zeit für den BFW nehmen. Herr Lange, schön, dass Sie dabei sind. Und aus Hamburg ist uns Andreas Ibel zugeschaltet, der ehrenamtliche Präsident des BFW-Bundesverbandes. Auch an Sie, Herr Ibel, ein herzliches Willkommen. Guten Morgen, Herr Wedel. Guten Morgen aus Hamburg. Herr Lange, der Wahlkampf geht auf die Zielgerade. Wohnungsmangel in den Großstädten und vor allem die Mietenpolitik, das sind irgendwie ganz zentrale Themen in diesem Wahlkampf geworden. Obwohl natürlich die Große Koalition auch einiges angestoßen hat, Stichwort Wohnraumoffensive. Warum haben wir trotzdem so eine große Polarisierung bei diesen Themen erlebt? Ich denke, wir haben in der vergangenen Legislaturperiode mit der Wohnraumoffensive einen ersten echten großen Impuls gesetzt. Man muss natürlich sehen, von wo wir kommen. Wir haben 5 Milliarden gegeben in die soziale Wohnraumförderung. Wir haben das Wohngeld erhöht. Wir haben aber jetzt auch 300.000 neue Wohnungen gebaut. Das sind rund 90% mehr als 2009, 2010. Also wir sind Schritte vorangekommen, man muss sich aber auch darüber im Klaren sein, dass man natürlich in der Wohnungspolitik, in der Baupolitik den Hebel nicht einfach kurzfristig umlegen kann. Wohnungsbau bedarf einer gewissen Zeit. Ich denke aber, dass wir insgesamt erste echte Schritte gemacht haben. Dazu gehören noch andere Maßnahmen wie das Baukindergeld, die Abschreibungsmöglichkeiten für den Mietwohnungsbau. Also insgesamt auf dem richtigen Weg, aber das Ganze gilt es jetzt natürlich zu intensivieren und fortzusetzen. Da wird Ihnen Herr Ibel sicherlich zustimmen. Herr Ibel, die Große Koalition war ja mit großen Versprechen gestartet. Wohnen ist die soziale Frage, hat Bauminister Horst Seehofer gesagt. Was sagen Sie, ist er den hohen Ansprüchen der Immobilienwirtschaft und der Menschen in unserem Land insgesamt gerecht geworden? Naja, Herr Lange hat es ja gesagt, es gab einige wirklich gute, sehr gute Ansätze, auch vor allem in den ersten Jahren. Und ich glaube, wie für vieles in diesem Land, mangelt es dann wirklich an der Umsetzung. Und ich muss mal natürlich auch zugestehen, es ist nicht alles, oder gerade beim Bauen ist das wenigste Bund auf der Bundesebene angesiedelt, sondern auf Länderebene. Aber trotzdem, das, was eigentlich an Impulsen kam, wie Sonderabschreibungen im Baukindergeld, hat gewirkt, aber es ist eben nicht, gerade beim Bau, bei den Sonderabschreibungen, nicht gut umgesetzt worden. Und wir haben es dann eben ganz extrem beim Baulandmobilisierungsgesetz gesehen, das einfach seinen Namen nicht verdient. Da haben wir auch von Anfang an ja sehr gegen argumentiert, warum wir finden, dass es eben nicht Bauland mobilisiert, sondern nur den Kommunen in gewissen Dingen hilft, aber nicht das, was wir eigentlich brauchen, nämlich schneller, einfacher und einfach günstiger bauen. Und das ist, glaube ich, unsere große Frage der Zeit. Wie kriegen wir dieses Thema gedreht? Wie können wir wieder günstiger bauen? Ich denke mal, die Ansätze, die wir gesehen haben, gerade im Baulandmobilisierungsgesetz, reichen überhaupt nicht aus. Und dass, wenn man dann noch ein Umwandlungsverbot in das Baulandmobilisierungsgesetz mit draufpackt, dann fehlen uns dann natürlich als Branche schon die Worte, denn was hat Umwandlung mit Baulandmobilisierung zu tun? Also insofern, eins haben wir ganz klar für uns immer gesagt, wir kommen mit Verboten nicht weiter. Und ich glaube, das zeigt auch diese ganze Diskussion. Deutschland hat ein riesiges Umsetzungsproblem. Wir als Immobilienbranche stehen bereit, die Dinge umzusetzen. Aber ich denke mal, wir wissen ganz genau, umso stärker die Verbote und
die Vorschriften, umso schwächer eigentlich der Markt. Und da, wo eigentlich der Marktwirtschaft mehr Raum gegeben wurde, da hat es funktioniert. Und wo es gerade wie in Berlin mit dem Mietendeckel, wo Vorschriften, da ist der Markt total in sich zusammengebrochen, da ist das Angebot zurückgegangen. Und insofern können wir eigentlich nur dafür plädieren, wirklich wieder mehr politische Einflussnahme für mehr neuen, vereinfachte Verfahren, für schnellere Umsetzung. Ich denke, das ist beim Klimaschutz so und das gilt eben auch für die Immobilienwirtschaft. Herr Lange, jetzt hat Herr Ibel gerade das Baulandmobilisierungsgesetz angesprochen, unter anderem Thema Umwandlungsverbot. Können Sie seine Kritik verstehen, nachvollziehen? Um dieses Baulandmobilisierungsgesetz haben wir ja in der schwarz-roten Bundesregierung weiß Gott gerungen. Wir haben uns dann auf einen Kompromiss verständigt. Das war ein Kompromiss, der sicherlich in Berlin an die untere Grenze geht. In anderen Bundesländern bin ich weiterhin optimistisch, dass dort mehr möglich ist. Aber die Umwandlung war ja nur eine Frage des Baulandmobilisierungsgesetzes. Ich glaube schon, dass es uns mit dem Baulandmobilisierungsgesetz gelingt, zumindest teilweise gelingt, Bauland zu mobilisieren. Das alleine wird sicher nicht reichen. Aber ich möchte an solche Regelungen wie den 13b erinnern. Ich möchte an die Möglichkeiten bei der Dachaufstockung erinnern. Also auch mit den Vorkaufsrechten für die Kommunen. Ich sehe das an dieser Stelle ein bisschen differenzierter, komme ja selber aus der Kommunalpolitik. Also das Baulandmobilisierungsgesetz war an diesen Stellen ein Kompromiss. Es wird zum Teil nützen, es wird sicherlich nicht die Nachfrageprobleme im Bauland komplett lösen können. Da bin ich immer noch sehr enttäuscht, dass es uns mit unserem bisherigen Koalitionspartner nicht gelungen ist, zum Beispiel ein Brachflächenprogramm aufzulegen. Wenn ich mir so durch die Städte und die Schrottimmobilien und so weiter mir das so ein bisschen anschaue, da ist schon auch noch viel Potenzial, wo ich auch glaube, dass wir als Staat aktiver rangehen müssen, um dann Bauland auch zur Verfügung stellen zu können. Also da sind wir sicher nicht am Ende der Entwicklung. Da bleibt es auch abzuwarten, wie die Umwandlung und wie sich diese Dinge in den nächsten Jahren gestalten. Wir haben zumindest aus unserer Sicht die Notbremse dadurch drin, dass alles befristet ist, ausläuft. Regulierung wird am Ende in der sozialen Marktwirtschaft nicht zu mehr Wohnungsbau führen. Ich glaube, an der Stelle sind wir beisammen. Das gilt für Mietendeckel und vieles andere aus der Berliner Mottenkiste in gleicher Weise. Ich glaube, da wird uns natürlich schon noch ein bisschen mehr Deregulierung erhofft. Denn wenn man, und ich will mal eben darauf hinweisen, man denkt ja immer, wenn man um Bauland redet, reden alle immer über die grüne Wiese oder den schönen Wald, der abgeräumt wird. Es ist ja vor allem darum, dass wir eigentlich brachliegende Flächen, also auch industriell genutzte Flächen oder Flughäfen wie in Berlin, einfach mal schneller für Baulandmobilisierung nutzen können. Und ich glaube, da ist sicherlich noch einiges zu tun. Da ist Luft nach oben, aber das, glaube ich, habe ich ganz offen angesprochen. Das war mit unserem bisherigen Partner nicht zu machen. Es geht nicht darum, immer weitere Hektar Ackerfläche irgendwo auszuweisen und einen Wendehammer zu bauen und dann zu überlegen, statt dem Einfamilienhaus die Doppelhaushälfte zu bauen, sondern es geht um diese großen Flächen auch innerhalb der Metropolen und Metropolregionen, die auch teilweise deindustrialisiert sind, beziehungsweise der heutigen Nutzung, heute nach einer anderen Nutzung rufen. Da haben wir Potenzial. Aber ich will einen Punkt, den ich vorhin noch vergessen habe anzusprechen, schon auch noch mal deutlich adressieren. Ich will es ja richtig gesagt, für viele sind auch die Länder mit ihren Länderbauordnungen zuständig. Was ich schon bedauere, ist, dass es nicht gelungen ist, eine Musterbauordnung für Deutschland auf den Weg zu bringen mit einem kleinen Länderteil. Ich habe eher den Eindruck, auch in den letzten Monaten in anderen Politikfeldern,
wir müssen uns mal über Föderalismus und Staatsaufbau und Zuständigkeiten und wie wir dieses Land organisieren wollen, auch mal wieder grundsätzlicher unterhalten. Das ist sicherlich ein großes und auch wichtiges Stichwort. Wir wollen jetzt aber vor allen Dingen weiter über die Themen der Wohnungs- und Immobilienbranche reden. Und da ist natürlich ein Thema, an dem man in diesem Wahlkampf nicht vorbeikam, die Mietenpolitik. SPD, Linke und Grüne sprechen sich für mehr staatliche Regulierung auf dem Wohnungsmarkt aus. Die Union ist strikt dagegen. Fragwürdige und ungeeignete Eingriffe in den Markt, heißt es im Wahlprogramm der CDU. Da sind sie dagegen. Herr Lange, was sind die Ideen der Union, um die angespannten Wohnungsmärkte in den Griff zu bekommen in der neuen Legislaturperiode? Ja, also wir glauben definitiv nicht, dass sie durch Regulierung wie Mietendeckel oder auch mittel- und langfristig der Mietpreisbremse wirklich zu einer Entspannung auf dem Mietmarkt kommen. Wir sind auch dagegen, das weiter noch stärker zu regulieren. Ich meine, was in Berlin gerade passiert, das lässt den Bayern schon ein bisschen den Kopf schütteln. Ich sage das in dieser Deutlichkeit und Offenheit auch für uns. Nein, am Ende wird es nur über den Markt zum Großteil funktionieren, nämlich dadurch, dass wir mehr bauen, mehr Wohnraum zur Verfügung stellen, den Wohnraum auch dort zur Verfügung stellen, wo er benötigt wird, auf der einen Seite, aber machen wir uns bitte auf der anderen Seite nichts vor. Wir werden noch stärker die Verbindung zum Umland suchen müssen, und zwar auch dort, wo wir ja heute keine Wohnungsknappheit haben. Wir haben ja einen sehr gespaltenen Markt. Da geht es auch darum, gewisse Regionen zu stärken, Mobilität zu stärken, um den Ausgleich zu schaffen. Es werden nicht alle Millionen auf dem gleichen Fleck leben können. Das sage ich jetzt auch mal in der vielleicht etwas banalen Einfachheit. Also das hat mehrere Aspekte, aber weitere Regulierung mit Sicherheit nicht. Und wir haben ja auch die Regulierung bzw. das Umlegen der CO2-Bepreisung allein auf den Vermieter ist ja an unserem, ich sage jetzt ganz offen, Veto gescheitert. Das wäre der nächste Schritt der Regulierung gewesen. Auch da glauben wir, gibt es intelligentere Modelle, zum Beispiel nochmals über die Modernisierungsumlage, über weitere Abschreibungsmöglichkeiten anzureizen. Es kann nicht Sache des Vermieters sein, für die Kosten, die der Mieter dann unmittelbar produziert, einstehen zu müssen, denn darauf hat der Vermieter keinen Einfluss. Also Regulierung wird es nicht lösen. Man wird natürlich den ein oder anderen Wildwuchs bekämpfen müssen. Dazu stehen auch wir. Aber letztlich geht es nur über Bauen und ein stärkeres Konzept mit Mobilität, Umlandeinbindung und dort, wo die Menschen heute vielleicht gehen, attraktivere Angebote zu schaffen, dort zu bleiben. Sie haben es jetzt gerade mit dem Wort Wildwuchs beschrieben. Ich sage mal, die Union wird ja, sofern sie an einer künftigen Regierung weiterhin beteiligt ist, auf jeden Fall Kompromisse eingehen müssen, gerade beim Thema Mietenpolitik. Gibt es da sowas wie rote Linien Ihrer Partei, wo Sie sagen, da gehen wir nicht drüber oder das können wir uns vielleicht doch vorstellen? Also die rote Linie ist definitiv, und dagegen haben ja viele von uns auch geklagt, auch ich habe mich an dieser Klage beteiligt, solche Dinge wie ein bundesweiter Mietendeckel, das ist eine absolut rote Linie. Wir gehören zu denen, die weiterhin auf die soziale Marktwirtschaft setzen, und ich glaube nicht, dass Sozialisierung à la Berlin das Mietenproblem löst. Den Eindruck habe ich in dieser Stadt definitiv nicht. Da wird Ihnen Herr Ibel sicherlich zustimmen, denn wir haben ja in Berlin gesehen, wozu dieser Mietendeckel führen kann. Und dass es aber ja auch Städte gibt, wie Hamburg zum Beispiel, in denen das ganz anders läuft. Das kriegen Sie, Herr Ibel, in der Praxis ja deutlich mit. Also selbstverständlich ist da, wo miteinander geredet wird, dort, wo man im Gespräch ist, läuft es viel besser. Und das sieht man ja auch daran, dass die Märkte sich mehr entspannen, wesentlich höheres Angebote sind. Und es ist schon erstaunlich, dass eine Stadt in Hamburg, wo Herr Scholz damals federführend war, jetzt die SPD eigentlich ihre eigenen Erfahrungen völlig verleugnet und da sozusagen nicht das aufnimmt, worauf sie eigentlich stolz sein kann. Das ist nämlich mehr Marktwirtschaft
eingebracht hat. Aber natürlich, trotzdem können wir feststellen, dass überall, dass wir nach wie vor es mit ganz erheblichen Problemen haben, einfach schneller zu bauen, die Dinge voranzuschreiben. Und ich glaube, Corona hat eigentlich auch nochmal gezeigt, wo die Probleme in diesem Lande liegen. Nämlich, dass es ist heute so, dass wir kaum Mitarbeiter in den Baugenehmigungsbehörden erreichen. Da gibt es immer sehr, sehr löbliche Ausnahmen. Aber wir haben es mit einem Riesenproblem mit der fehlenden Digitalisierung zu tun. Und wir wissen heute ganz genau, dass eigentlich überall da, wo ausreichend gebaut wird, nicht sofort, aber relativ schnell eine Entspannung am Markt eintritt. Das können Sie übrigens auch überall aus den neuesten Zahlen entnehmen. Das gerade in den letzten Tagen ist wieder vom IVD hatte mitgeteilt, dass zwar die Preise für Eigentumswohnungen weiter steigen, was übrigens ja auch nicht verwunderlich ist, weil die Zinsen so niedrig sind und vor allem nicht genug gebaut wird, aber die Mieten selber nicht mehr in der Form steigen, zum Teil auch in einigen Ballungsgebieten auch zurückgehen. Und ich wundere mich eigentlich, dass da die Politik nicht sehr viel klarer auch immer darauf hinweist, das haben wir erreicht und das Problem existiert in dieser Form nur noch in einigen Teilbereichen, wie zum Beispiel in Berlin, wo man die Situation ja aus politischer, nach meiner Meinung mit politischem Kalkül extrem angeheizt hat. Es ist ja politischer Wille, dass dort nicht mehr gebaut wird. Das sagen ja sogar auch einige Politiker, dass man nicht mehr bauen will. Not in my backyard ist eines von diesen Phänomenen und das ist unser ganz großes Problem. Überall da, wo eigentlich gebaut werden müsste, wollen die Leute es nicht, dass gebaut wird. Und darum müssen wir an schnelleren Planungsverfahren, dann müssen wir an einfachen Planungsverfahren und wir müssen an einer höheren Akzeptanz auch bei der Politik werben. Sonst werden wir das Problem in den Ballungsgebieten jeweils nicht schaffen. Ja, zügig mehr Wohnraum schaffen. Dazu braucht es, Herr Ibel hat es gerade angesprochen, schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren. Und ich glaube, da sind wir uns hier auch alle einig, dass es in Deutschland gerade beim Thema Digitalisierung da noch ganz schön was nachzuholen gibt. Ich möchte Herrn Ibel mal darauf ansprechen. Wir diskutieren immer über schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren, Digitalisierungsprobleme. Sie können mit Ihrer Erfahrung aus der Praxis da, glaube ich, ein Lied von singen. Warum ist das so schwer im Bereich Bauen und Wohnen schnell was zu bewegen? Was dauert da so lange? Also ich glaube, seit Jahren reden wir über BIM. Building Information Modeling System. Und was passiert, wenn Sie heute einen Antrag digital beim Bau in der Bauamt einreichen, dann kann der nicht bearbeitet werden, weil im Homeoffice dürfen die Mitarbeiter das nicht machen und einfach die Computer nicht vorhanden sind. Das heißt, wir haben eigentlich ganz viele Dinge total verschlafen oder wie ich eben vorhin auch schon gesagt habe, ich glaube, sie sind einfach nicht umgesetzt worden. Und das ist eigentlich unser ganz großes Problem. Wir haben ein riesiges Umsetzungsproblem. Alle reden seit 10 Jahren von Digitalisierung und keiner hat sie umgesetzt. Und das merken wir beim Bauen. Das andere ist natürlich, das ist die Baugenehmigungsverfahren, das sind die Planungsverfahren. Das heißt, auch da müssen wir dringend verkürzen. Und es ist ja erstaunlich, dass wir, wenn ich so die politischen Diskussionen höre, wenn es um Klimaschutz geht, sind sie alle einig, das kann so nicht weitergehen. Und ich kann nur sagen, vielleicht sollte man sich bei der sozialen Frage des die größten sozialen Fragen, die wir haben, auch vielleicht mal drüber im Klaren wohnen, nämlich auch darüber im Klaren sein, dass es so nicht weitergehen kann. Und ich glaube, da muss die Politik sich zusammensetzen und sagen, egal welcher Partei ich angehöre, es muss hier jetzt einen neuen Hauruck durchs Land gehen, um wirklich Baugenehmigungsverfahren schneller dorthin zu kriegen, wenn sich alle einig sind, dass dort gebaut werden soll, zumindest von den Entscheidungsträgern. Und das ist das Digitalisierungsthema, es ist das Baulandthema. Und wie gesagt, beim Bauland geht es eben nicht darum, grüne Wiesen zu zerstören, sondern es geht eigentlich da, wo genug Fläche vorhanden ist, wo neu auszuweisen. Da, wo wir sehen das ja auch bei den Städten. Wir haben heute ganz viele Innenstädte, die umgebaut werden. Auch da müssen wir heute zu schnelleren Planungsverfahren kommen. Wenn wir das nicht schaffen, glaube ich, werden viele Parteien weiterhin Erfolge mit Mietendeckel und ähnlichen Parolen aus der Vergangenheit für sich werben können, ohne dass wir damit eine einzige Wohnung bauen können. Herr Lange, Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren steht im Wahlprogramm bei der Union. Da hat es ja auch in den letzten Jahren etliche Initiativen gegeben. Was würden Sie sagen, warum geht das da in vielen Bereichen doch so langsam voran, wie es Herr Ibel gerade beschrieben hat?
Ja, wir hatten in der vergangenen Periode mehrere Planungsbeschleunigungsgesetze in den unterschiedlichsten Bereichen auf den Weg gebracht. Ich sage aber auch ganz offen, das ist in dem politischen Berlin nicht ganz so einfach. Da geht es um Fragen der Rechtswegeverkürzung. Da geht es dann schon sehr schnell wieder. Deswegen habe ich es vorhin schon mal angesprochen, nochmal die Frage, inwieweit wird hier in Länderkompetenz eingegriffen? Und dann gibt es natürlich auch immer wieder konkurrierende Interessen. Ich nenne jetzt mal aus dem anderen Bereich, aus dem ich komme, nämlich der Verkehrsinfrastruktur, insbesondere die Frage von Präklusion, auch durch Verbände und Verbandsklagen. Und dann natürlich das große gesellschaftliche Problem Not in my backyard. Also das merkt man ja in Berlin, sage ich mal, geradezu potenziert, dass man zwar klagt, aber es nicht ändern möchte. Die Digitalisierung bin ich jetzt nicht ganz so negativ. Da sind wir schon Schritte weitergekommen, aber sind definitiv nicht dort, wo wir sein müssten oder sein sollten. BIM ist hier ein bisschen exemplarisch für das Ganze. Wir haben jetzt ein BIM-Kompetenzzentrum in dieser Legislaturperiode auf den Weg gebracht. Aber diese Schritte sind eben einzelne Schritte. Es ist schon ein bisschen eher ein Marathon. Und dann möchte ich nochmal dafür werben, die Baugenehmigungsverfahren brauchen teilweise sehr lang. Wir haben sehr unterschiedliche Landesbauordnungen. Ich komme jetzt hier an der Grenze zu Baden-Württemberg, Bayern und Baden-Württemberg. Das bedeutet auch jedes Mal eine Herausforderung für den jeweiligen Investor und Unternehmer, wie er sich gerade aufstellen muss. Hier muss es Vereinfachungen geben. Und dann plädieren wir für eine Genehmigungsfiktion. Ich glaube, die Genehmigungsfiktion würde auch das Verwaltungsverfahren deutlich vereinfachen, wenn die Unterlagen, der Bauantrag komplett eingereicht ist, binnen 2 Monaten, wenn man nicht weiter irgendetwas hört oder ein Widerspruch kommt, dann gilt die Baugenehmigung als erteilt. Diese Genehmigungsfiktionen führen doch zu einer deutlichen Verschlankung und Verkürzung der Genehmigungsphase und der Genehmigungszeit. Und da müssen wir unbedingt hinkommen. Dieses Land blockiert sich nicht nur beim Bau, sondern in vielen anderen Themen teilweise auch selber. Aber das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, die kann die Politik nicht allein lösen, die können sie auch nicht allein durch Gesetze und Verordnungen lösen, sondern es hat was mit Bewusstsein zu tun. Und daran müssen wir schon alle zusammenarbeiten. Sonst wären wir wieder beim Thema mehr Regulierung und ich glaube, das ist etwas, was auch niemand so richtig will. Sie haben beide schon das große Thema Klimaschutz angeschnitten. Zuletzt gab es da in der Großen Koalition ja Streit über die Kostenteilung beim CO2-Preis. Der liegt jetzt erstmal weiter komplett beim Mieter. Aber das Thema wird natürlich weiter diskutiert. Herr Lange, wie wird sich die Union denn nach der Wahl dazu verhalten? Kostenteilung 50-50? Können Sie sagen, in welche Richtung die Reise geht, wenn Sie an der Regierung beteiligt sind? Naja, die Unionsfraktion hat sich ja bei diesem Thema sehr deutlich positioniert, auch ein bisschen anders positioniert, als sich die Bundesregierung zunächst positioniert hatte. Das erlaube ich mir an der Stelle einfach mal zu unterstreichen. Also es gibt schon auch noch ein Parlament und es ist gut, dass es ein Parlament gibt an mancher Stelle. Nein, also wir wollen weiterhin diese CO2-Bepreisung nicht auf den Vermieter verlagern. Wir stellen uns vielmehr vor, dass man eine Entlastung des Mieters durch die Modernisierungsumlage derzeit 8%. Da können wir uns allerdings Veränderungen vorstellen. Änderungen bei der Modernisierungsumlage, damit entlasten wir den Mieter auch. Wir schaffen aber gleichzeitig durch entsprechende Abschreibungsmodelle Anreize, energetisch zu sanieren. Nur das führt doch am Ende wirklich dazu, dass CO2 eingespart wird. Das andere führt letztlich nur dazu, dass ich einen Geldkreislauf habe. Es wird halbe halbe gezahlt und es passiert nichts. Also Anreizsysteme,
Anreizsysteme auch, die den Mieter mit entlasten. Das kommt allerdings auch dem Eigentümer zugute, wenn das Gebäude dann saniert ist. Offen, beim anderen Modell befürchten wir schlicht und ergreifend, dass nichts passiert, außer dass das Geld verschoben wird. Herr Ibel, die Pläne von Herrn Lange, die er uns gerade dargelegt hat, ist das etwas, womit Sie leben könnten oder wo Sie sagen, das könnte funktionieren oder sehen Sie da noch ganz andere Baustellen? Also ich glaube, das könnte funktionieren und ich möchte da auch Herrn Lange nochmal danken und ein bisschen unterstützen, dass die Fraktion etwas länger nachgedacht hat über die CO2-Abgabe als die Regierung, weil das, was man natürlich da ursprünglich geplant hat, dass man einfach mal vom Verursacherprinzip weggeht und etwas, was eigentlich immer dafür war, nämlich die CO2-Abgabe oder ist auch noch letztendlich die Verursacher sozusagen dazu zu zwingen, weniger zu verbrauchen, dass man dieses aus parteipolitischen Gründen, dieses Prinzip durchbricht, ohne auch nur darüber nachzudenken, wie sowas in der Praxis gehandhabt werden soll und was das eigentlich für Folgen hat. Da kann ich nur sagen, vielen Dank, dass da einmal die Politik nachgedacht hat und gesagt hat, so können wir das nicht machen, auch wenn das vielleicht nicht immer nur so populär ist und wie wir es als richtig ansehen. Aber ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass natürlich dieses ganze Thema CO2-Abgabe ein Riesenthema für die gesamte Branche sein wird in der Zukunft, weil wir haben natürlich ganz große Herausforderungen, die wir nicht mit dem Neubau lösen können. Wir müssen sie im Bestand lösen. Und wenn wir wissen, dass natürlich das ganz, ganz viel Geld kostet und auch ganz, ganz viel Mitarbeiter oder auch ganz viel Arbeitskräfte binden wird, wissen wir auch, dass wir es eigentlich in den Häusern, in den Gebäuden nicht leisten können. Insofern ist natürlich ein Anreiz für die Häuser oder für die Eigentümer, das umzusetzen, auch in Form von Sonderabschreibung, glaube ich, der richtige Weg. Aber wir sollten uns darüber klar sein, dass wir ohne Quartiersansätze das Problem überhaupt nicht lösen können. Die Idee, dass man Deutschland einmal durchdämmt und durchsaniert und danach ist sozusagen das CO2-Problem im Bereich des Immobiliensektors gelöst, ist falsch, weil wir eigentlich festgestellt haben, dass alles, was wir in den letzten 10 Jahren an Klimaschutzmaßnahmen in die Gebäude gebracht hat, nicht viel gebracht hat, weil die Bewohner, die Menschen in den Gebäuden eigentlich dann gleich trotz Gebäudesanierung etwas mehr Energie verbraucht haben. Und ich denke, wir müssen dazu hinkommen, dass wir sagen, wir brauchen CO2-neutrale Energie für die Gebäude. Ob sie aus dem Gebäude kommt oder aus dem Quartier, das bleibt mal dahingestellt. Aber ich glaube, wir brauchen neue Lösungen. Ein Weiter-so kann es da nicht geben. Da wird Ihnen Herr Lange sicherlich auch zustimmen, dass sich da noch einiges tun muss. Mit Blick auf die Uhr müssen wir an dieser Stelle feststellen, dass wir fast am Ende unserer Diskussionsrunde sind, aber nur fast, denn wir möchten mit einer kurzen Schlussfrage abrunden, mit der Bitte auch um eine kurze Antwort. Herr Lange, wenn die Union nach der Wahl Regierungsverantwortung weiterhin hat, welches Thema wollen Sie im Bereich Bauen und Wohnen zuerst angehen? Ich glaube wirklich, dass es wichtig ist, die Genehmigungsverfahren anzugehen und Bauland weiter zu mobilisieren. Das sind die beiden großen Achillesfersen und dann werden sich die Themen wie Mietmarkt, glaube ich, bis zu einem gewissen Punkt auch selber entspannen. Wir müssen bauen, das heißt schneller genehmigen, einfacher genehmigen und wir brauchen das Bauland dazu. Dann noch ein bisschen mit Dachaufstockungen. Ich bin da sehr zuversichtlich. Wir setzen darauf, dass Bauen und Wohnen einen größeren Stellenwert in einer neuen Regierung hat. Vielleicht nicht nur mit einem Ausschuss, sondern auch einem Ministerium. Abschlussfrage an Sie, Herr Ibel. Sie lächeln schon. Welches Thema muss aus Sicht des BFW ganz oben auf die politische Agenda in der neuen Legislaturperiode? Eigenständiges Bauministerium, schon mal ein richtiger Schritt? Also selbstverständlich brauchen wir ein eigenständiges Bauministerium, zumindest aber ein Baubereich, der mit einem Ministerium verbunden ist, das mindestens auch das Bauen ganz weit nach oben in der Prioritätsliste bringt. Das war bisher eigentlich nicht immer der Fall. Und ich glaube, wir müssen uns klar darüber werden, wie wir zukünftig die Klimaneutralität der Bestände erreichen wollen. Wir als Immobilienwirtschaft stehen bereit, hier ein Vorreiter zu sein. Aber wir müssen hier erstens technologieoffen sein und wir müssen weg von dogmatischen Ideen, die nichts bringen,
hin zu wirklich innovativen neuen Schritten. Und da sage ich nur, da müssen wir über die Quartiersansätze reden. Ein weiter mehr und mehr Dämmen wird das Problem nicht lösen. Vielen Dank, Herr Ibel. Und das war sie, unsere letzte Sendung vor der Bundestagswahl hier im BFW Politikforum. Sie können sich diese und alle anderen Folgen in Ruhe noch einmal ansehen auf bfw-politikforum.de. Dort können Sie die Sendung auch kommentieren, Sie können sie teilen und liken und Sie können natürlich auch über die sozialen Netzwerke mit uns diskutieren, zum Beispiel bei Twitter unter dem Hashtag BFW Politikforum. Damit möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei Ihnen, Herr Lange, bedanken für Ihre Zeit auf den letzten Metern im Wahlkampf. Wir wünschen Ihnen alles Gute, noch erfolgreiche letzte Wahlkampftage und dann viel Erfolg am Sonntag. Danke, dass Sie dabei gewesen sind. Auch an Sie, Herr Ibel, ein herzliches Dankeschön für Ihre Zeit. Schöne Grüße nach Hamburg. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Danke auch von mir nochmal. Danke, Herr Lange. Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlichen Dank, dass Sie dabei gewesen sind.